Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die DDR-Opposition will die anhaltende Vorherrschaft der SED im Staatsapparat und in den Medien nicht länger hinnehmen. Die Sozialdemokraten haben für den kommenden Sonntag zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen. Der Machtapparat der SED, so hieß es heute, behindere in erschreckendem Maße die Demokratisierung. Der Parteivorstand des Demokratischen Aufbruchs erklärte, die Demokratisierung komme nicht voran. Alte Machtstrukturen würden erhalten und bereits wieder neu befestigt. Das neue Forum verlangte eine stärkere Kontrolle der Regierung. Bei der Delegiertenkonferenz in Leipzig wurde aber zugleich deutlich, dass die Bewegung in vielen Fragen alles andere als einig ist. Einigkeit herrschte immer dann, wenn es um das Schicksal der ehemaligen Staatssicherheit ging. Das neue Forum fordert die Entwaffnung des Dienstes, die Offenlegung aller einschlägigen vertraulichen SED-Akten. Gleichzeitig beschließen die Delegierten, eine Nachfolgeorganisation der Stasi nicht zu dulden. Sollte die Regierung einen neuen Verfassungsschutz ins Leben rufen, dann werde man den runden Tisch verlassen. Erhalten wollen sie das Wahlbündnis der Oppositionsgruppen, aber ein Programm haben sie nicht, nur einen Entwurf. Ein Wahlbündnis muss man an Inhalte binden und diese Inhalte haben wir bis heute noch nicht bestimmt. Nach langwierigen Debatten blieb am Schluss keine Zeit mehr, den eigenen Standort zu bestimmen, vor allem in der Wirtschafts- und Deutschlandpolitik. Die SED, so hieß es, sei auf dem Vormarsch, betreibe kaum verhüllt Restaurationspolitik. Neue landesweite Massendemonstrationen sollen erneut Druck ausüben, aber vor Streikaufrufen schreckt man zurück. So will das neue Forum zunächst am runden Tisch bleiben, wenn auch mit großem Unbehagen. Eine logische Schlussfolgerung für die Auflösung des runden Tisches wäre jetzt der Generalstreik. Und ganz ehrlich, meine Meinung ist, wir können es uns im Moment aus mehreren Gründen nicht leisten, einen solchen Generalstreik kurzfristig einzuberufen. Wir hätten wahrscheinlich auch gar nicht eine tragfähige Mehrheit dafür und würden uns blamieren. Sie gehen nach Hause in dem Bewusstsein, gegen einen Gegner antreten zu müssen, der nach wie vor die Medien und den Verwaltungsapparat beherrscht. Von Chancengleichheit beim Kampf um die Macht könne keine Rede sein. Die Ablehnung der SED vereint die Delegierten, aber die genauen Wahlkampfziele bleiben undeutlich. Mehr Klarheit soll eine neue Tagung Ende Januar bringen, gut 3 Monate vor dem Wahltag. Unter Zeitdruck, so hofft man, werde doch noch eine überzeugende Programmalternative zustande kommen. Unter der Bezeichnung Christlich-Soziale Union, Freie Demokratische Union, CSU-FDU, hat sich gestern in Leipzig eine weitere Partei gebildet. Sie ist nach Angaben von ADN ein Zusammenschluss verschiedener Gruppierungen und versteht sich als Christlich-Soziale Volkspartei der Mitte. Sie sei für die soziale Marktwirtschaft und ein freies Unternehmertum. Der Opposition in der DDR fehlt es nach den Worten von FDP-Fraktionschef Mischnick an klaren Parteiprogrammen. Deshalb, so Mischnick heute im Südwestfunk, könnte die SED bei der Wahl im Mai auf rund 30% der Stimmen kommen. Im Gegensatz zu den neuen Gruppierungen habe die ehemalige Blockpartei LDPD ein ausformuliertes Programm und spreche sich für Marktwirtschaft und ein Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten aus. Auch die CDU in der DDR wisse relativ genau, was sie wolle. Politiker der Bonner Parteien haben heute erneut Chancengleichheit für die politischen Kräfte in der DDR gefordert. So kündigte der CSU-Vorsitzende Finanzminister Weigel in der Zeitung Die Welt harte Gespräche mit Ost-Berlin an. Der DDR-Regierung, die demokratisch nicht legitimiert sei, müsse klar die Meinung zum schleppenden Fortgang der Demokratisierung gesagt werden. Der SPD-Parteiratsvorsitzende Gansel erklärte zum geplanten Besuch von Ministerpräsident Modrow, Bundeskanzler Kohl solle sich die Möglichkeit offen halten, Modrow auszuladen. Der neue rumänische Staatschef Iliescu hat die in der Bundesrepublik angesiedelten, Der neue rumänische Staatspräsident Iliescu hat die in die Bundesrepublik ausgesiedelten Rumäniendeutschen zur Rückkehr aufgefordert. Nach dem Ende der Diktatur sei seine Regierung entschlossen, gute Bedingungen für die Minderheiten zu schaffen, erklärte er gegenüber der Tageszeitung Die Welt. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass nicht noch mehr Deutschstämmige ausreisen. Unterdessen wächst im Land die Kritik an der neuen Regierung. Erstmals wurde in Bukarest heute öffentlich alle Opfer der kommunistischen Zwangsherrschaft gedacht, als Prozession und Schweigemarsch angemeldet.
von der wiedergegründeten Nationalen Bauernpartei, früher stärkste politische Kraft Rumäniens, als Auftakt zum Wahlkampf gedacht. Von der christlich-demokratischen Gruppierung aber auch als Erprobung der zugesicherten politischen Toleranz gewertet. Keine störungsfreie Premiere für die erhoffte Parteiendemokratie. Alle plakatierten Aufrufe, sich der Demonstration anzuschließen, waren von Unbekannten entfernt worden. Die Lösung der Organisationsprobleme wird weiter behindert. Für Polizeischutz wurde Bezahlung verlangt. Überall Misstrauen, ob das Demokratieversprechen gehalten wird. Die Kritik im In- und Ausland an den wenig demokratischen Methoden der rumänischen Übergangsregierung hat bereits Wirkung gezeigt. Präsident Iliescu hat jetzt verkündet, dass der Wahltermin ursprünglich für April vorgesehen verschoben werden soll, damit die neuen politischen Gruppierungen Gelegenheit erhalten, sich besser vorzubereiten. Außerdem sollen die neuen Parteien Sendezeiten erhalten im rumänischen Rundfunk und Fernsehen. Überraschend schnell erfüllt Studenten Forderungen nach Mitbestimmung an den Universitäten. Darum keine Straßendemonstrationen, nur Solidaritätsbekundungen ausländischer Kommilitonen mit den drängendsten Wünschen. Entlassung politisch kompromittierter Professoren, Abschaffung ideologischer Schulungen. Die Studenten wollen nach ihren Interessenvertretungen jetzt Gewerkschaften gründen, an ihren Hochschulen politisch unabhängig bleiben. In Rumänien bahnt sich ein neues Verhältnis zwischen Kirche und Staat an. Das Fernsehen übertrug erstmals eine Messe. Zunehmend auf Kritik stößt die Rolle der Glaubensgemeinschaften während Ceausescus Diktatur. Aus Temeswar berichtet Detlef Kleinert. Weihnachtsfeier der serbisch-orthodoxen Christen heute Vormittag in Temeswar. Es ist viele Jahre her, seit so viele Menschen in einer Kirche hier zusammengekommen sind. Diese Messe erhält ihre herausragende Bedeutung dadurch, dass sie noch unter dem Eindruck der Revolution steht und des hohen Blutzolls, den Temeswar in diesen Tagen geleistet hat. Und so sind zu diesem Gottesdienst auch andere Konfessionen erschienen. Vertreter der katholischen Kirche, der jüdischen Gemeinde und der Reformierten. Solidarität der Christen ist das Gebot der Stunde. Die Kirchen sollen künftig, so versichert uns der zweite Bürgermeister von Temeswar, frei und unabhängig vom Staat sein. Dies wäre in der Tat ein Fortschritt, denn bislang waren die Kirchen in Rumänien, im Gegensatz zu denen in anderen Ostblockländern, treue Vasallen des Tyrannen. Noch im August hatten die Repräsentanten der Kirchen ihrem, so wörtlich, hochgeschätzten und geliebten Herrn Präsidenten Ceausescu eine Ergebenheitsadresse übermittelt, in der sie seine brillante Weisheit und seinen einmaligen Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit priesen. Pfarrer Laszlo Tökisch war leider eine Ausnahme gewesen. In einem weiteren Gottesdienst gedachte man danach der Toten der Revolution. Wir neigen uns in Ehrfurcht vor allen, die auf dem Pflaster von Temeswar und im ganzen Lande ihr unschuldiges Blut vergossen haben, meint dieser Priester. Ob die Religionsfreiheit die allgemeine Euphorie überdauert, steht freilich noch dahin. Besonders junge Intellektuelle bleiben vorläufig skeptisch angesichts der Zusammensetzung der neuen Regierung und denken weiter an Ausreise. Am runden Tisch in Prag sind jetzt Vorentscheidungen über Wahltermine gefallen. Danach sollen die Bürger der Tschechoslowakei in diesem Jahr zweimal wählen. Im Juni das Parlament des Landes und im Oktober die Gemeindevertretungen. Die Termine liegen so spät, weil man den neuen Parteien Zeit geben will, sich zu organisieren und in der Öffentlichkeit vorzustellen. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben sich auch heute wieder rund 10.000 Menschen zu einer Protestkundgebung gegen mehr Eigenständigkeit der türkischen Minderheit im Lande versammelt. Sie riefen in Bulgarien nur bulgarische Namen und Türken in die Türkei. Damit wollen sie den Beschluss der Regierung durchkreuzen, den rund 1 Million Volkstürken wieder die Ausübung ihrer Religion und die Benutzung ihrer Sprache zu gestatten. Morgen will ein Sonderausschuss des Parlaments Vertreter der Protestkundgebung anhören. Im Bürgerkrieg in Kambodscha haben die Roten Khmer nach eigenen Angaben den Regierungstruppen einen schweren Schlag versetzt. Ein Sender der Guerilla-Organisation meldete heute, nach einem Großangriff stehe die zweitgrößte Stadt des Landes, Battambang, in Flammen. Eine Bestätigung von unabhängiger Seite liegt bisher noch nicht vor. Die Roten Khmer kämpfen gemeinsam mit zwei weiteren Organisationen gegen die Regierung in Phnom Penh, die von Vietnam gestützt wird. Im Kampf gegen den Drogenschmuggel erwägen die USA den Einsatz von Kriegsschiffen vor der Küste Kolumbiens. Entsprechende Pläne wurden heute von Washingtoner Regierungskreisen bestätigt. Die endgültige Entscheidung stehe aber noch aus. Aus dem Verteidigungsministerium verlautete, der Flugzeugträger John F. Kennedy, der bereits aus seinem Heimathafen ausgelaufen ist, solle die Aktion leiten.
Die Ölpestgefahr für Marokkos Atlantikküste scheint gebannt. Nach Angaben des marokkanischen Krisenstabes treibt der Ölteppich aus dem iranischen Supertanker Kark 5 aufs freie Meer hinaus und löst sich langsam auf. Das Schiff ist derzeit westlich der Kanarischen Inseln und wird in Richtung Kap Verden geschleppt. Erste Bilder der Expedition von Reinhold Messner und Arvid Fuchs in der Antarktis. Zum Jahreswechsel hatten sie zu Fuß den Südpol erreicht. Jetzt liegt noch eine Strecke von rund 1400 Kilometern durch das ewige Eis vor ihnen. Nach 48 Tagen, als diese Bilder entstanden, haben die beiden Antarktis-Abenteurer fast die Hälfte der gesamten Strecke geschafft. 1000 Kilometer Fußmarsch in eisiger Kälte bei Temperaturen bis zu 30 Grad minus liegen hinter ihnen. Gegen den schneidenden Südpolsturm ziehen sie mit einem Spezialgeschirr einen Schlitten über das Eis. Proviant und Ausrüstung, Gewicht für jeden 85 Kilo. Einige Männer und Frauen der amerikanischen Südpolstation erwarten bereits die antarktischen Langläufer. Arvid Fuchs, der Seemann, und Reinhold Messner, der Bergsteiger, erreichen 90 Grad Süd frühmorgens am Silvestertag. Mit Jubelrufen und großer Begeisterung werden Messner und Fuchs von den Amerikanern begrüßt. Die Männer und Frauen, die hier draußen ihren Dienst tun, sind voller Bewunderung für die beiden. Offiziell aber sehen es die Amerikaner gar nicht gern, wenn sich private Expeditionen am Südpol aufhalten. Ein großer Augenblick. Hier ist der geografische Punkt des Südpols, markiert durch einen armdicken Bronzenagel. Und hier schmilzt auch die amerikanische Zurückhaltung. Die deutschen Abenteurer werden zur Silvesterfeier ins Camp geladen, können sich ein wenig erholen. Ihre Kondition ist insgesamt gut, obwohl sie etwa 8 Kilogramm abgenommen haben. Echte Probleme hat Arvid Fuchs. Bei der Eiswanderung hat er sich die Füße blutig gelaufen. Er kann streckenweise Messners Tempo nicht halten. Doch darauf kommt es jetzt an. In 6 Wochen müssen beide die letzten 1400 Kilometer vor Einbruch des antarktischen Winters schaffen. Auf dieser Strecke kam 1912 der englische Polarforscher Scott mit seiner Expedition ums Leben. Der vom Einsturz bedrohte schiefe Turm von Pisa ist heute für Besucher geschlossen worden. Experten in Rom rechnen mit Sanierungsarbeiten von bis zu 3 Jahren. Noch nie war der Zugang in den 800 Jahren seiner Geschichte verboten worden. Der buchstäblich auf Sand gebaute Turm von Pisa, der sich Jahr für Jahr um einen guten Millimeter weiter neigt, wurde jetzt nach langem Streit um die Zuständigkeit von der italienischen Regierung wegen Einsturzgefahr gesperrt. In Pisa selbst sieht man den Zustand des Wahrzeichens weniger dramatisch. Für umgerechnet 6 Mark tasten sich jetzt hier oben in 50 Meter Höhe, wo der Turm immerhin einen Überhang von 4,20 Meter hat, die letzten Besucher entlang. Über 800.000 Leute sind im letzten Jahr hier raufgeklettert und die Stadt befürchtet jetzt natürlich einen riesen Einnahmeverlust, der nicht sein müsste, denn städtische Experten geben dem Turm durchaus noch einige Jahrzehnte. Stabiler als die Regierungen in Rom sei es allemal. Die seit Jahrhunderten gehegte Hoffnung, dass der Turm irgendwann mal zur Ruhe komme, führte dazu, dass man nie ernsthafte Maßnahmen gegen die fortschreitende Neigung unternommen hat. Innerhalb eines Vierteljahres will Rom jetzt einen Rettungsplan präsentieren. 2 Möglichkeiten kommen in Frage. Eine weiträumige Befestigung des Fundaments mit Beton und Stahl oder abtragen und wieder aufbauen. Doch dann bitte wieder schief, sagen die Pisaner. Das italienische Fernsehen berichtete heute Nachmittag live von der Schließung des nationalen Symbols. So schnell wird sich jedoch an der Piazza dei Miracoli nichts tun. Auch der gesperrte Turm bleibt eine Attraktion. Fotografieren kann man ohnehin nur von unten. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Montag, den 8. Januar. Ein zusammenhängendes Wolkenband erstreckt sich von Spanien über Westfrankreich und die Nordsee nach Südskandinavien. Es kam im Tagesverlauf nur langsam ostwärts voran und erreichte später den Nordwesten Deutschlands. Die Bewölkung gehört zu einem Frontenzug, der in abgeschwächter Form auf den Norden Deutschlands übergreift. Ein rasch nachfolgender Tiefausläufer wird in der zweiten Tageshälfte weiter südwärts vordringen. Er führt etwas mildere Meeresluft heran, die sich aber nur im Nordwesten gegen die über Mitteleuropa lagernde feuchtkalte Luftmasse durchsetzen kann. Die Vorhersage für morgen. Von vorübergehenden Aufheiterungen abgesehen, stark bewölkt und gebietsweise etwas Niederschlag. Im Norden als Regen, der stellenweise zu Glätte führt, im Süden meist als Schnee.
Tiefstemperaturen zwischen plus 4 Grad im Nordwesten und minus 10 Grad im Südosten. Höchstwerte zwischen plus 6 Grad im Nordwesten und minus 4 Grad im Südosten. Schwacher bis mäßiger, im Norden auffrischender Wind aus südlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Dienstag gebietsweise leichter Niederschlag, wenig Temperaturänderung. Die Tagesschau meldet sich wieder um 22.15 Uhr.